So, guten Abend Leute, also heute oder jetzt geht es mit Crysis Teil 2 zu Ende. Gibt nicht mehr viel zu machen, ich glaube nur noch einen Abschnitt, glaube ich, zu erledigen. Muss ich gleich mal nachschauen. Und dann haben wir es bereits geschafft mit Teil 2. Da muss ich mir erstmal Teil 3 heute Abend noch draufladen. Komm schon, geh weiter, mach weiter. Achieved with CryEngine 3. So, da sind wir. Jetzt schaue ich mal nach. Wie viel haben wir denn noch? Jo, kein Spaziergang. Also, jetzt das große Finale von Crysis Teil 2. Special Operations Group? Sie waren bei der CIA? Warum haben Sie mir nichts gesagt? Ihnen sagen? Gut, jetzt mal halt dachte. Aber ich hätte Ihnen helfen können. Ja, klar. Sie wollen helfen? Dann helfen Sie mir, diesen Kerl zu finden, wenn Sie so sicher sind, dass er der Schlüssel ist. Der Anzug ist es. Alcatraz und der Anzug, beides zusammen. Das ist die Waffe. Ja. Gino, irgendwas? Nichts, Ma'am. Durchsuchung beendet. Wir arbeiten uns entlang der Küste zurück. Ich glaube nicht, dass wir... Da! Das ist sein Signal! Das ist er! Zurück zu den Fahrzeugen! Wir haben ihn! Hier drüben! Hier lang! Hierher! Lauf! Meine Güte. Ich dachte, sie wären auf dem Grund des Flusses. So. Bye-bye, Hargreave. Jetzt sind wir wohl auf uns. Na, schön, Sie zu sehen, Mann. Hören Sie, ich habe mir überlegt, dass Sie vielleicht... Später, Professor. Halten Sie die Vorlesung unterwegs. Hier entlang. Los! Erreiche die Surfstrukturen Central Park. Steige auf das Fahrzeug. Alcatraz! Mann, Sie haben es geschafft! Speicher im Central Park und Profit war drin. Dort ist die Hauptregulierung der Spuren. Dort wird alles ausgelöst. Wenn wir sie um den Anzug da reinkriegen, haben wir eine Chance, die gesamte Invasion zu stoppen. Aber wir müssen in den Park, solange noch Zeit ist. Das ist der Kanal, man. Legen Sie los. Colonel Barclay, hier ist Lieutenant Tara Strickland im Auftrag der Special Operations. Wir sind unterwegs zum Central Park mit einer Waffe, die den Seth-Angriff stoppen kann. Wir verfügen dank Sam über Transportmittel, aber wir brauchen Luftunterstützung. Können Sie uns unterstützen? Miss Strickland, hier vorne. Hören Sie gut zu. Ich habe gerade einen Streit mit dem Pentagon. Sie sollen einen Angriffsmittel aus meinem Kopf auf meinen Händen abwerfen. Sir, das ist Wahnsinn. Die Stadt ist immer noch voller Menschen. Brooklyn, Jersey, der Fallout. Wie können das jetzt überleben? Das werden Sie, Miss Strickland. Betrachten das als notwendig, um die Seth aufzuhalten.
und ich habe leider keine guten Alternativen. Sie haben jetzt nur wenig Zeit, um zu tun, was immer Sie vorhaben. Danach verstehen Sie Miss Strickland. Negativ, Sir. Professor Gould hat mich überzeugt, dass wir eine Chance haben, aber wir müssen jetzt handeln. Ich wiederhole, können Sie uns unterstützen? Kontakt! Feuer frei! Auf und ganz los! Was war das? Es geht um dieses Stück aus Prophets Gedächtnis. Wie es aussieht, liegt die Basis der Seth direkt unter dem Wasserspeicher im Central Park und Prophet war drin. Dort ist die Hauptregulierung der Spuren. Dort wird alles ausgelöst. Wenn wir sie und den Entwickler reinlegen, haben wir eine Chance, die gesamte Invasion zu stoppen. Aber wir müssen in den Park so lange noch treiben. Das ist der Kanal. Colonel Barclay, hier ist Lieutenant Tara Strickland im Auftrag der Special Operations Group. Wir sind unterwegs zum Central Park mit einer Waffe, die den Seth-Angriff stoppen kann. Wir verfügen dank Seth über Transportmittel, aber wir brauchen Luftunterstützung. Können Sie uns unterstützen? Miss Strickland, hier spannend. Hören Sie gut zu. Ich hatte gerade einen Streit für den Pentagon. Sollen ein Panzerflugzeug aus meinem Kopf auf meinen Händen abwerfen? Sir, das ist Wahnsinn. Die Stadt ist immer noch voller Menschen und Brooklyn, Jersey, der Fallout. Sie können das nicht überleben. Das werden Sie, Miss Strickland. Ich das als notwendiges Opfer, um die Seth aufzuhalten. Und ich habe leider keine guten Alternativen. Sie haben jetzt nur wenig Zeit, um zu tun, was immer Sie vorhaben. Danach verstehen Sie, Miss Strickland. Negativ, Sir. Professor Gould hat mich überzeugt, dass wir eine Chance haben. Aber wir müssen jetzt handeln. Ich wiederhole, können Sie uns unterstützen? Kontakt! Feuer frei! Auf und ganz los! Das ist doch jetzt, sag ich mal, so nicht dein Ernst, oder? Alcatraz, es geht um dieses Stück aus Prophets Gedächtnis. Wie es aussieht, liegt die Basis der Seth direkt unter dem Wasserspeicher im Central Park und Prophet war drin. Dort ist die Hauptregulierung der Spuren. Dort wird alles ausgelöst. Wenn wir sie und den Anzug da reinkriegen, haben wir eine Chance, die gesamte Invasion zu stoppen. Aber wir müssen in den Park, solange noch Zeit ist. Das ist der Kanal, man. Colonel Barclay, hier ist Lieutenant Tara Strickland im Auftrag der Special Operations Group.
Wir sind unterwegs zum Central Park mit einer Waffe, die den Seth-Angriff stoppen kann. Wir verfügen dank Cell über Transportmittel, aber wir brauchen Luftunterstützung. Können Sie uns unterstützen? Miss Strickland, hier Spott. Hören Sie gut zu. Ich hatte gerade einen Streit mit dem Pentagon. Die wollen einen taktischen Nuklearsprengkopf auf Manhattan abwerfen. Sir, das ist Wahnsinn. Die Stadt ist immer noch voller Menschen und Brooklyn, Jersey, der Fallout. Sie können das nicht überleben. Das wird sie, Miss Strickland. Betrachten das als notwendiges Opfer, um die Seth aufzuhalten. Und ich habe leider keine guten Alternativen. Sie haben jetzt nur wenig Zeit, um zu tun, was immer Sie vorhaben. Danach verstehen Sie, Miss Strickland. Negativ, Sir. Professor Wood hat mich überzeugt, dass wir eine Chance haben. Aber wir müssen jetzt handeln. Ich wiederhole, können Sie uns unterstützen? Kontakt! Feuer frei! Auf den Stand! Aktiviert. Colonel Barclay, Sir, wo bleibt meine Luftunterstützung? Wir wurden hier eingekesselt. Ein Jet mit Luftbodenraketen ist von McGuire aus zu ihrer Position unterwegs. Aber irgendein Funkverkehr der Seth zwischen die Frequenzen. Der Pilot braucht Hilfe bei der Zielerfassung. Ist Alcatraz bei Ihnen? Alcatraz, suchen Sie sich eine erhöhte Position. Luftunterstützung kommt. Alcatraz, wir fliegen hier praktisch blind. Ich muss die Ziele jetzt sehen. Markiere den Seth-Hinterhalt für einen Luftangriff.
Name Alcatraz. Wir haben das Signal Ihres Anzugs gespeichert und mit unseren Waffen verknüpft. Die Erfassung der Feindesziele muss über direkten Sichtkontakt erfolgen. Tarnfeld aktiviert. Bitte bestätigen Sie Zielerfassung auf Sicht. Sie sind in Angriff. Scheiße, Mann. Das war zu knapp. Das war... Tarnfeld aktiviert. Taktische Optionen verfügbar. Tarnfeld aktiviert. Alcatraz,
Alcatraz! Was zum Teufel war das gerade? Wir empfangen massive seismische Aktivitäten in Vector 7. Sir, Sie werden es nicht glauben. Der gesamte Park hat sich gerade aus dem Boden erhoben. Wir müssen sofort ausgeflogen werden und brauchen bewaffnete Luftunterstützung. So viel Sie es wehren können, Sir! Verstanden, Miss Strickland. Ich tue, was ich kann. Gott schütze Sie. Alcatraz? Was machen Sie da oben? Sie müssen hierher zurückkommen. Ja, okay. Hören Sie, Alcatraz. Ihr Lufttransport ist unterwegs. 6 Helikopter von Cell. Mehr haben wir nicht. Und wir haben alle keine Zeit mehr. Wenn es nicht gelingt, die Lage erfolgreich zu meistern, wird Stratcom auf Befehl des Pentagons einen taktischen Nuklearschlag auf Manhattan durchführen. Und zwar in 20 Minuten. Was immer Sie vorhaben, Sie sollten sich beeilen. Skorpion 1, nähere Befehl. Skorpion 3, nähere Befehl der Druck. Meine Güte, sehen Sie sich das an? Glaub nicht. Dass wir da nah rankommen. Zum Landen ist der Boden zu instabil und die atmosphärischen Störungen sprengen jede Skala. Wollen Sie raus? Mehr geht's nicht. Also gut, Skorpion 3, setzen Sie ihn ab. Alcatraz, wir beobachten Sie, solange wir können. Viel Glück, Mann. Besser Sie als ich. Alcatraz, wir sind immer noch hier. Der Anzugfeed steht und ich gebe Ihnen so viel technische Unterstützung, wie ich kann. Aber ich hinke selbst hinterher. Arbeiten Sie sich jetzt erstmal bis zum Speer vor. Ich sehe Ihnen direkt über die Schulter, Mann. Mann, sehen Sie nur, wie runtergekommen das Ding ist. Alcatraz, hören Sie. Das ganze Gestein hängt nur von der Struktur des Lito-Schiffs runter. Es ist völlig instabil. Könnte sich jederzeit lösen. Sie müssen auf Belastungsrisse achten. Da, sehen Sie, was ich meine? Ich glaube, er weiß. Aktiviert.
aktiviert. Taktische Optionen verfügbar. Tarnfeld aktiviert. Scheiße, jetzt sehe ich sie. Sie sind überall. Alcatraz, hören Sie mir zu. Bartlets Pioniere sind gestern in den Park vorgestoßen, bevor sie zurückgeschlagen wurden. Und Cell hat hier auch eine Evakuierungsbasis. Sie haben Munitionslager. Sie brauchen so viel Feuerkraft wie möglich. Das ist immer noch nichts. Aktiviert.
Magnetfeld aktiviert. Das ist doch nicht wahr! Was ist denn das?
Platz. Ist mir wurscht. Thank you.
Tarnfeld aktiviert. Aktiviert. Ist, glaube ich, ein Aufsatz dabei für Schallschutz. Das schaue ich jetzt mal nach. Also Schalle nochmal. Ah, da. Im Aufsatz. Gut. Aktiviert.
aktiviert. Keine Zeit zum Kämpfen, Mann. Die müssen wieder rein.
Sicherheit aktiviert. Aber rüsten Sie sich aus, bevor Sie... Oh. Optionen verfügbar. Sie haben ein Tarnfeld, Alcatraz. Sie sind direkt an Ihnen dran. Tschüss. Thank you.
Skyboxer-Kabelung suchen. Reißen Sie mit dem Transport einen Teil davon raus. Trip, was? Sie dachten, ich wäre weg? Nun, habe ich mir auch gedacht. Vergessen. Aber der Anzug, Mann. Hargreave hatte recht. Der Anzug stellt alle Regeln auf den Kopf. Sie sind in mir drin. Die Seth, sie sind reingekommen. Ich musste den Link zum Ausgang unterbrechen, sonst hätte ich völlig die Kontrolle verloren. Und sie? Sie waren da. Direkt vor mir. Und lagen im Sterben. Mann, ich musste die Chance nutzen und ihnen die Möglichkeit geben, zu beenden, was ich angefangen hatte. Das war unsere einzige Hoffnung. Sehen Sie, nicht nur New York, nicht nur Ling Shan. Wissen Sie, die Seth gibt's wirklich schon ewig, Mann. Und sie haben überall gebaut. Überall. Wir haben heute hier gesiegt. Aber das Ganze hat gerade erst angefangen. Sie und ich, Marine, wir sterben jetzt noch nicht. Wir müssen zurück, dorthin, wo wir gebraucht werden. Ist da der Force Wrecking Marine, der gerade am Central Park gefunden wurde? Der Träger von Jacob Hargreaves Nanohülle? Moment. Ich optimiere den Film. Ah, besser. Sie gestatten, dass ich mich vorstelle? Karl Ernst Rasch. Zu Ihren Diensten. Und Sie sind? Man nennt mich Prophet. Prophet. So, Crisis 2 ist damit zu Ende mit diesem letzten Clip. Natürlich gibt es noch einen dritten Teil. Ich muss mal gucken, wann ich damit starte. Es kann schon sein, morgen. Aber dann werdet ihr das auch wieder live sehen bei mir. Also dann, bis morgen. Ciao, ciao.